Sie wurde erschossen, David nimmt ihn fest. Sein Vater wird anscheinend verhaftet. Also sieht so aus. Ah, er wird auch festgenommen, aha. Durch das Geständnis anscheinend von seinem Vater, weiß ich jetzt nicht, von Ethan vielleicht. Okay. Wir haben keinen Spaß zusammen im Pool. Wir sitzen da mit unserem Teddybären. Wir machen kein Selfie mit ihr, sondern trinken Kaffee im Diner. Stell mir gerade etwas vor. Aber das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Das, was ich mir gerade vorstelle. Jedenfalls kein Sturm hier. Future.
Wow. Puh. Ja, sprachlos. Ich weiß gerade nicht genau, was ich sagen soll. Oh, krass. Okay. Puh. Also, im Endeffekt bin ich immer noch verwirrt. Da ich mich halt immer noch frage, wie haben wir die Fähigkeit bekommen? Spielt das überhaupt eine Rolle, frage ich mich gerade. Spielt es überhaupt eine Rolle, zu wissen, weshalb wir die Fähigkeit bekommen haben? Aber irgendwie quält es einen und will wissen, warum haben wir das bekommen? Warum können wir das, wenn wir es jetzt gar nicht einsetzen können? Das kommt mir gerade, auch wenn sie es schon von Geburt an kann, aber jetzt es gerade irgendwie erfahren hat, dann kommt mir das so vor wie, weiß ich nicht, du kannst, also es ist jetzt so, wir besitzen die Fähigkeit, können sie aber nicht einsetzen. Das kommt mir so ein bisschen vor wie, wir haben Beine, wir können nur nicht laufen. Obwohl wir es können, wir tun es nur nicht. Ja, okay, wir hätten auch eine Faust, womit wir irgendwo draufschlagen können. Wir können auch die Entscheidung treffen, ob wir es wollen oder nicht. Und so ein bisschen ist es halt auch mit dieser Fähigkeit. Wir können entscheiden, ob wir die einsetzen oder nicht, aber sowas ist halt etwas unmenschlich und nicht normal. Naja, Chloe ist jetzt gestorben. Es ist jetzt so, Chloe wurde getötet. Danach haben wir, also Max, diese Fähigkeit nicht mehr eingesetzt, gar nicht mehr. Genau, Nathan wurde. Ja, Nathan wurde dann festgenommen. Anscheinend seine Familie auch. Oder halt nur er war das dann da, der befragt wurde. Ja, bei der Befragung hat sich herausgestellt, halt, dass Jess Jefferson mit drin hängt. Und Kate ist anscheinend nicht gesprungen, wollte es nicht. Also hat es nicht getan, hat diesen Versuch nicht gestartet. Hat es auch überlebt. An sich so ist alles gut geworden. An sich ist alles gut gelaufen. Außer halt, dass Chloe getötet wurde. Dadurch, dass Chloe getötet wurde, ist alles gut verlaufen. Nathan, ja, wurde festgenommen. Der kommt jetzt, weiß ich nicht, der wird jetzt vielleicht behandelt und so weiter. Und gleichzeitig sitzt er natürlich seine Strafe im Gefängnis ab. Ja, Mr. Jefferson wird auch verhaftet. Ja, und an sich wurde das Leben so weiter fortgesetzt. Die Beerdigung fand ja jetzt statt. Frank war auch dabei. Krass. So gesagt, bräuchten wir die Fähigkeit gar nicht. Ist schon ziemlich seltsam. Im Endeffekt bräuchten wir die Fähigkeit nicht. Wir hätten sie gar nicht gebraucht. Wir hätten sie gar nicht bekommen brauchen. Das Ganze wäre durchgezogen. Also das Ganze wäre dann genauso passiert, wie es nun jetzt mal passiert ist. Wenn ich mich nicht täusche. Ja doch, nee, ist richtig. Puh. Okay. Aber was ich mal sagen muss, das Spiel war mega geil. Ganz ehrlich, es hat mega Spaß gemacht, es zusammen mit euch zu zocken. Es war echt super. Also ich fand es super. War krass. Ja klar, ich denke mal, allen geht es jetzt hier die durch den Kopf, wie was wäre passiert, wenn ich jetzt Arcadia Bay gerettet hätte. Was wäre dann passiert, ne? Ach, Moment mal, ich habe Arcadia Bay gerettet. Haha, was wäre passiert? Sorry, was wäre passiert, wenn ich Chloe gerettet hätte, ne? Was wäre dann passiert? Das würde ich gerne wissen und ich werde auch gucken, dass ich das für euch rausfinde. Dann nehme ich das auch nochmal auf und werde das wohl
vor den Abspann hier, den wir uns gerade ansehen, werde ich das dann wohl einspielen. Mal gucken, wie ich das mache. Es sei denn, ich weiß noch nicht, wie ich das rausfinde. Da muss ich noch schauen, wie ich das mache. Ich hoffe, das funktioniert. Wir gucken auch gleich, glaube ich, mal gemeinsam. Machen wir mal. Also, ich überspringe mal eben und gucken, was wir jetzt überhaupt hier, was hier passiert. Oh, guck mal da. Du hast dich entschieden, Arcadia Bay zu opfern? Hä? Achso, ja, stimmt. Ja, ja. Du hast dich entschieden, Chloe zu opfern. Oh, wie gleichmäßig das aufgeteilt ist, fast. Fast die Hälfte, 50-50. Es ist eine schwere Entscheidung, klar. Obwohl es halt viele Menschen sind, ne? Und Chloe ist eine Person, aber ich glaube, jeder weiß, glaube ich, wie schwer es sein kann, ne? Oder? Ich meine, 47% haben Arcadia Bay geopfert, um Chloe zu retten. So, und 53% haben Chloe geopfert, um Arcadia Bay zu retten. Und das werde ich dann auch, denke ich mal, nochmal durchgehen, damit wir sehen, was passiert wäre. Weil das möchte ich auch persönlich gerne sehen. Ich denke mal, ihr wollt es auch sehen, was passiert wäre, wenn wir Chloe gerettet hätten. Oh, ist das heftig. So, nächste, gucken wir mal. David hat eine Narbe aus dem Kampf davongetragen. David hat keine Narbe aus dem Kampf davongetragen. Ach, so eine Narbe. Okay, eine Narbe erinnert einen meistens dann auch an schreckliche Sachen. Fieber, aber 4% nur. David hat Jefferson getötet. David hat Jefferson nicht getötet. Oh, ziemlich gleichmäßig. Du hast den Trucker nicht gerettet. Man konnte den doch retten? Schade, ich habe die Zeit zurückgespult. Da war es dann schon anscheinend vorbei. Du hast Evan gerettet, du hast Eliza gerettet, du hast den Fischer gerettet. Du hast Joyce' Meinung zu David nicht verändert. Okay. Du hast Joyce geholfen, ihren Glauben an David wieder zu finden. Du hast Joyce' Meinung zu David nicht verändert. Was hatte die denn für eine Meinung? Die haben sich doch gar nicht gestritten. Du hast Frank die Wahrheit über Rachel gesagt. Du hast Warren umarmt. Mal gucken, wie viele... Oh, 68 Leute haben ihn geküsst. Eieiei. Was im Endeffekt sowieso nichts, ja, alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, bis auf die letzte natürlich, und die erste dann, sind jetzt eigentlich total egal. Das mit der Narbe ist egal, weil das ist ja jetzt vorbei. Der hat ja jetzt keine Narbe mehr. Und der Trucker ist auch nicht tot. Der ist auch nicht tot, der ist auch am Leben, auch wenn wir ihn nicht gerettet haben. Alles, was wir getan haben, ist egal. Außer halt das Letzte und das Erste. Okay, wir verlassen. Life is Strange, Episode 5. Zurück zum Hauptmenü. Episode 5 spielen. Ja, warte mal. Entscheidungen. Da kann ich nochmal gucken, was ich für Entscheidungen getroffen habe, ne? Was wäre ich, wenn ich jetzt auf Episoden spielen gehe, würde und Episode 5 spiele? Ich würde nämlich zum Ende hin gerne. Ach, guck mal, das können wir sogar machen. Oh, das ist sehr gut von denen gemacht. Oh, das ist sehr gut gemacht. Ach, das ist... Vielen Dank dafür. Einmal an die Hersteller. Das ist sehr gut. Dann gucken wir uns das jetzt gemeinsam nochmal an. Dann werde ich das nicht vor den Credits schreiben. Schneiden, meine ich, nicht schreiben. Sondern wir gucken uns das jetzt nochmal gemeinsam an. Wie es gewesen wäre, wenn wir Arcadia Bay geopfert hätten. Und Chloe gerettet. Schauen wir uns das an. Ich glaube, das möchte jeder sehen. Also... Von diesem Kapitel aus neu starten, von Speicherstand 2 neu starten. Na, Speicherstand 2 und 3 gibt's ja nicht. Kapitel im Sammelmodus spielen. Im Sammelmodus, ne, würde ich sagen. Ja, ne? Deine Entscheidungen im Sammelmodus haben keinen Einfluss, wenn du das Spiel fortsetzt. Nur Sammelobjekte werden gespeichert. Ja, alles klar. Ist egal. So, jetzt sind wir bei der Entscheidung angekommen. Gut, wir haben beim letzten Mal Arcadia Bay geopfert. Jetzt, wir haben Chloe geopfert. Jetzt schauen wir mal, wie es ausgeht, wenn wir Arcadia Bay opfern. Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt passiert, also ganz ehrlich. Okay, gucken wir uns einfach an. Max, it's time. Not me. Wow. Das ist heftig. Jetzt bin ich echt gespannt. Was
passiert jetzt? Max, I'll always be with you. Wird jetzt echt... Die ganzen Leute, sie befinden sich echt alle noch da? Ich mein's, wenn es nur die Stadt wäre, okay. Aber die Leute, sterben die jetzt ernsthaft? Die haben sich doch... Die können doch auch hier hoch. Warum sind die denn nicht alle zum Leuchtturm? Hier ist genug Platz hier oben. Die haben sich doch alle errettet. Die sind doch jetzt nicht alle da geblieben, oder? Die werden sich doch in Sicherheit begeben haben, oder nicht? Die werden sich doch in Sicherheit begeben haben. Aber... Aber ich glaube... Na, gucken wir mal. Gucken wir erstmal weiter. Ich halte mal kurz den Rand. Surf, da steht nicht mehr Deiner, sondern Dai. Wow, okay. Damit sind wir jetzt komplett durch. Puh, das war jetzt das andere Ende. Jetzt, ich bin zum zweiten Mal sprachlos. Super, läuft. Schon wieder sprachlos wie vorher, beim ersten Mal. Puh, okay, ja. In diesem Fall haben unsere Entscheidungen was gebracht. Da waren unsere Entscheidungen nicht umsonst, sondern wir haben damit halt Chloe gerettet. Nur in Arcadia Bay sind die Leute draufgegangen. Es ist aber schön, dass wir beide Enden sehen konnten, muss ich sagen. Das hat mir gefallen. Wäre fies gewesen. Ich weiß nicht, wer... Was wäre, wenn es nur eine... Was wäre... Mal ganz kurz, könntet ihr die Frage beantworten? Was wäre, wenn es nur ein Ende gegeben hätte? Eins. Es gäbe keine zwei Enden. Es gäbe nur ein Ende. Für welches hättet ihr euch entschieden? Es gäbe nur ein Ende. Ist eine schwere Entscheidung, aber damit ihr die nicht nur treffen müsst, sondern ich auch, entscheide ich mich auch für eine und das ist sowas von schwer. Ich weiß gar nicht, wofür ich mich entscheide. Ich habe es mir nicht vorher überlegt. Ich habe jetzt einfach nur darauf losgeredet. Ich würde mich einfach... Ich habe mich mit meiner ersten Entscheidung ja zufrieden gegeben,
Arcadia Bay zu retten. Und Chloe ist gestorben. Und ich glaube, dabei bleibe ich auch. Ah, ist trotzdem echt eine heftige Entscheidung. So, würde mal gern sehen, wie ihr das seht. Und welches Ende ihr hättet, wenn es nur eines gäbe. Für welches würdet ihr euch entscheiden? So. Und das war's auch. Ich muss einfach sagen, Life is Strange, super. Die Sounds im Hintergrund, auch der Sound gerade eben, die Musik, die eingespielt wurde, perfekt. Gefiel mir alles so. Und auch der Rest hat mir sehr gefallen. Was Negatives. Jetzt so, im Großen und Ganzen fällt mir nichts Negatives ein, außer... ja gut, ich hätte gern... Aber das hätte jeder die Chance gehabt, Arcadia Bay und Chloe zu retten, ja, aber... Das hätte, glaube ich, jeder gerne. Außer die Entwickler. Die sagen sich, nee, wir machen das extra so. Nee, keine Ahnung. Ja, das wäre schön, aber ist es nicht. So ist es nicht. Und was ich gerne gewusst hätte, wäre, warum. Warum diese Fähigkeit? Aber da gibt es schon seine Gründe. Da kann man selbst mal überlegen. Wie gesagt, es ist vielleicht so... Sie hat die Fähigkeit, muss sie aber nicht einsetzen. Ist so ein bisschen wie wir könnten jemanden beleidigen, bräuchten wir aber nicht. So ein bisschen, so in etwa. Nur, dass das eine nicht so oft häufig vorkommt wie das andere. Naja, gut. Jetzt gar nicht um heißen Brei reden, ich verabschiede mich dann langsam. Das war's mit Life is Strange. Mir hat's auf jeden Fall sehr gefallen. Und... ja, wir sehen uns dann bei was anderes wieder. So, bis dahin, macht's gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao. Und tschüss.